Andreas Gebhardt, ich bin der Geschäftsführer der Republika und einer der Mitgründer. 2007 haben wir das ja zum ersten Mal veranstaltet und heute stehen wir hier mit knapp 8000 Leuten und ja, machen die 8. Republika. Diese große Plattform ist ein bisschen wie ein jährliches Wiedertreffen. Die Leute kommen halt extra deswegen, weil sie wissen, sie treffen alte Bekannte und neue Leute. Und so mixen sich halt die Interessen und die Hintergründe der Leute und bilden einen ja, genialen Nährboden für neue Projekte. Naja, wir haben über unser Motto Into the Wild natürlich den Schwerpunkt gesetzt auf die ganzen Fragen der Überwachung. Wir haben ja dieses Bild des Waldes, also etwas, was uns eigentlich bekannt vorkommt und vertraut, so wie die digitale Welt. Und wir haben es ein bisschen so umgebaut, dass es halt wieder ein bisschen bedrohlich wirkt. Und das ist ja das, was passiert ist, dass halt das, was wir lieb gewonnen haben, auf einmal wieder bedrohlich ist. Ganz am Anfang in der Digitalisierung. Wir haben uns als Gesellschaft daher noch gar nicht dran gewöhnt. Deswegen verstehen wir uns ja auch als Gesellschaftskonferenz, um über dieses Thema halt zu diskutieren und auch vorbereitet zu sein auf die Veränderungen, die noch kommen.